Heute geht es im Bereich Basiswissen um das Thema Tiefenschärfe oder Schärfentiefe. Die Gemüter streiten sich immer drüber, was als Begriff stimmt. Ist es eine Tiefenschärfe oder eine Schärfentiefe? Ich als Physiker sage weder noch. Es ist ein optisches Phänomen, was unser Auge betrifft. Es gibt nur eine Schärfenebene. Punkt. Rein physikalisch betrachtet. Aber warum nehmen wir dann im Prinzip Bilder oder Videos entsprechend so wahr, dass ein gewisser Bereich scharf erscheint und ein anderer sorry, Bereich entsprechend unscharf? Das liegt daran, was unser Auge noch im Prinzip erfassen kann und als scharf erkennen kann. Und dort gibt es sozusagen um jeden Punkt, den ihr aufnimmt, einen kleinen Kreis. Und dieser Kreis bestimmt im Prinzip die Schärfe oder die Unschärfe. Ab einem gewissen Bereich, wenn also dieser Punkt zu einem, was ist das, Kreis wird, genau, also zu einer Fläche wird, dann wird irgendwann ein Radius erreicht, wo unser menschliches Auge das Gefühl hat, das Ganze ist unscharf. Aber es ist ja schon viel früher unscharf, ne? Es war eigentlich nur im Punkt, also wirklich physikalisch entsprechend scharf. Also es gibt eine graue Zone, wo wir noch etwas scharf sehen oder als scharf empfinden, um es genauer zu bezeichnen. Und dieser Ebene von der Entfernung her, diese, naja, sagen wir, Grauzonenebenen, die bezeichnen die einen als Tiefenschärfe, die anderen als Schärfentiefe. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, nachdem ich euch erklärt habe, ist es ziemlich vollkommen egal, welche Bezeichnung ihr verwendet. Das ist absolut Nirvana. Gut, aber damit muss man natürlich auch arbeiten lernen. Ne? Man muss wissen, wo liegt die Schärfenebene und ja, welche Bereiche vor und hinter der Schärfenebene, so sieht es eben aus in der Praxis, ist noch scharf. Um das zu verstehen und auch ein bisschen zu verinnerlichen, würde ich euch ein Programm oder beziehungsweise eine Webseite empfehlen, die das euch im Detail zeigen kann. Und die rufe ich jetzt auf und dann geht es dort weiter. So, wir sehen jetzt den Bildschirm des sogenannten DOF-Simulators, also Depth of Field, Englisch. Und der Programmierer hat hier wirklich eine hervorragende Leistung gebracht. Und zwar kann man an diesem Programm einiges einstellen. Man kann im Prinzip zum Beispiel das Framing bestimmen. Ne? Also ob ich jetzt einen Headshot habe, ob ich ein Porträt habe, ob ich Medium habe, American Shot und so weiter. Und kann dann direkt im Bild erkennen, wie die Wirkung ist. Also zum Beispiel jetzt hier der Verlauf, sogenannte Bokeh im Hintergrund, wird entsprechend simuliert. So, wovon ist jetzt die Tiefenschärfe abhängig? Sie ist von drei Komponenten abhängig, die hier, oder vier, wenn man genauer nimmt, vom Abbildungsmaßstab. Das ist genau das, was hier dargestellt wird, ne? Also was ich im Prinzip formatfüllend auf den alten Sensor bringe. So, das ist der eine Punkt. Und davon abhängig muss ich natürlich mein Modell passend stellen. Also jetzt hier habe ich zum Beispiel eine Blende 135, eine Brennweite 135, ich habe eine Blende 2 und ich habe dadurch, damit ich diesen Abbildungsmaßstab erreichen kann, eine entsprechende Distanz von 1,8 Metern. So. Die Distanz kann ich variieren, aber dann variiert sich natürlich, wie ihr sehen werdet, hier auch der entsprechende Bildmaßstab. Und natürlich im Hintergrund gut zu erkennen, es ändert sich natürlich auch der entsprechende Unschärfebereich bzw. die Wahrnehmung der Unschärfe, sogenanntes Bokeh, im Hintergrund. Für einen Porträtfotografen ist das, sage ich jetzt mal, in den Bereichen vielleicht interessant. Bleiben wir mal beim Brustbild, sprich Porträt. Und er hat jetzt mal angenommen, okay, ich will jetzt eine 105er Brennweite nehmen, damit ich das entsprechend machen kann. Aber ich gehe jetzt hin
und sage, okay, ich nehme so eine Standardbrennweite, die wir kennen, die kann ich hier eintragen, 85 mm. So, das heißt, die Brennweite ist ein Element, was die, ja, Tiefenschärfe, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, entsprechend beeinflusst. Ein zweites Element ist natürlich die berühmte Blende. Da kann man ganz gut sehen, wie jetzt die Sachen entsprechend schärfer werden im Hintergrund. Bei 22 ist natürlich der Schärfeeindruck entsprechend stark, aber ist immer noch unscharf. Und die Frage ist einfach, wo fängt es an, ich sag mal, angenehm zu werden? Bei der entsprechenden 85er-Geschichte und dem entsprechenden Porträt. Und das muss für sich jeder für sich selbst entscheiden. Der wichtigste Bereich, und das ist genau der Punkt, der meistens übersehen wird, ist die Distanz. Mit meinen Einstellungen hier und dem vorgegebenen Abbildungsmaßstab hat sich, wie ihr sehen könnt, hier der Abstand zum Modell entsprechend verändert. Ich bin jetzt bei 2,10 Meter und nicht mehr bei 1,80 Meter von gerade eben. Und das bei einer 85er Brennweite. So, also wenn ihr entsprechende Aufnahmen macht, und das betrifft eigentlich nicht nur Porträts, es geht auch in Landschaften, Architektonik und so weiter rein, seid euch bewusst, dass euer Abstand zum Objekt viel stärker einfließt in das Thema Tiefenschärfe als die Brennweite und die Blende. Das ist leider so. Das liegt an der Physik. So, aber ich kann jetzt hier natürlich hingehen und kann sehr gut das Ganze mal simulieren. Also ich habe jetzt ein 85 mit 1,4. Ich persönlich habe ein 1,8er, das ich benutze. Wie ihr gerade sehen könnt, ist der Unterschied marginal. Fällt also nicht weiter auf. Natürlich was anderes, was auffallen würde, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Face gehe. Ne, dann muss ich nämlich näher ans Modell ran. Das sind diese 1,13 Meter, die er jetzt ausgerechnet hat. Und natürlich ändert sich auch im Hintergrund die Darstellung des Bouquets entsprechend. Warum? Ja, wie gesagt, die Distanz macht einen sehr großen Eindruck. Das ist jetzt hier dargestellt mal mit einer Vollformatkamera. Ich kann natürlich das Ganze auch mit einer Crop-Kamera, ne, hier sind die verschiedenen Crop-Formate, mal entsprechend darstellen. Und man sieht, 85 mm ist klar, ist jetzt entsprechend 1,5-fach. Das heißt, ich bin vom Abbildungsmaßstab in einem ganz anderen Maßstab. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen wirklich nur noch das Gesicht. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und mache das in Richtung Headshot, dann bin ich jetzt hier bei 1,72 Meter. Das ist in der Hinsicht positiv. Also viele schwärmen von der Vollformatkamera, aber im Bereich Headshot oder auch Porträts teilweise ist es Crop in der Hinsicht interessant, weil er macht ja aus dem 85er Brennweite, also Millimeter Brennweite, eine 129er, also fast eine 135er, wie wir gewohnt sind, obwohl sich die Offenblende ja nicht ändert. Nominell, aber im Prinzip in der Praxis natürlich durch den Faktor 1,7, dann entsprechend ist einem 2,7er Objektiv im Vollformat. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, jetzt hier im Bokeh und so weiter, es macht sich nicht negativ bemerkbar. Ich habe hier unten nochmal so recht gut dargestellt, die Distanz zwischen Fotograf und Modell. In einem anderen Video gehe ich mal darauf ein, was das psychologisch entsprechend bedeutet. Aber interessant ist dann hier die Daten, die ihr so seht, und zwar wie viel Tiefenschärfe, ich tue mich da immer schwer, ich vor der schärfen Ebene noch als scharf empfinde, das sind 1,3 cm, und hinter der scharfen Ebene sind es 1,4 cm, also in Summe sind es gerade mal, hier oben dargestellt, 2,7 cm. 2,7 cm ist ungefähr, na, ich sag mal, das Auge, der Augapfel. So, also, macht euch immer bewusst, was ihr denn wirklich noch scharf habt. Und lasst euch nicht vom Bouquet entsprechend irritieren. Das hier, sorry, ist eine Simulation einer Outdoor-Aufnahme. Im natürlichen Licht. Wenn das Ganze im Studio aufgenommen würde, wäre es noch viel
ja, uninteressanter, weil der Hintergrund ja nicht wie hier jetzt eine Landschaft ist. Was ist da dargestellt? Irgendwo steht es, glaube ich. Ich glaube, Versailles oder so, ist aber egal. Sondern es ist im Prinzip dann ein weißer, grauer, brauner oder was auch immer Hintergrund. Also eintöniger Hintergrund, wo Schärfentiefe und entsprechendes Bokeh sich überhaupt nicht bemerkbar macht. Also wenn ihr die Zielsetzung habt, jetzt im Studio zu arbeiten, dann solltet ihr ja das Thema Bokeh erstmal beiseite legen. Und wenn ihr nur im Studio arbeitet, wird es vollkommen uninteressant. Wenn ihr gemischt arbeitet, also mal im Studio und mal Outdoor, wie hier dargestellt, macht es natürlich einen Einfluss. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück in die Simulation vom entsprechenden 35 mm. Ich habe jetzt hier eine Blende 1,8 und ich gehe jetzt mal runter auf 1,4 und auf die berühmte, na, 1,2 kann ich gar nicht einstellen, doch hier, auf die 1,2. Also da ist ein Unterschied zu merken, aber ich sage mal, aus meiner Sicht ist der Unterschied so uninteressant, also so marginal, dass ich da gar nicht drüber nachdenken würde. Besonders dann nicht, wenn ich nämlich direkt in den Headshot reingehe. Weil umso mehr ich den Abbildungsmaßstab jetzt hier entsprechend ändere und das Ganze immer, ja, was Gesicht angeht, immer enger ziehe, umso weniger Hintergrund ist überhaupt zu sehen. Aus diesem Grund sage ich immer ein bisschen zynisch, ich mache auch Porträts auf der Müllhalde. Und das ist zwar zynisch, aber das ist ernst gemeint. Bei Porträts, erst recht Headshots, ist die Umgebung, wo ihr das Ganze macht, wirklich ja noch nicht mal zweitrangig, sondern drittrangig. Also vollkommen uninteressant. Umso mehr ihr natürlich in den Medium Shot reingeht oder ihr nehmt im Prinzip einen Full Shot, also Ganzkörper, dann verändert sich die Situation natürlich gravierend. Aber da bin ich nicht mehr im Porträtbereich. Also ich bin maximal in dem Bereich noch im Porträtbereich. Da bin ich schon ganz klar im Fashion-Bereich unterwegs. Warum? Weil eben das Hauptmerkmal, das Gesicht, naja, ich sag mal, wirklich nur noch ein Klecks in der Landschaft ist. Also keine großen Einfluss mehr hat auf das entsprechende Bild und auf die entsprechende Aussage. Andere Elemente wie die Kleidung und auch natürlich, jetzt zurückzukommen, der Hintergrund, die Umgebung, sind dort entsprechend viel entscheidender. Sowas ist interessant im Fashion-Umfeld, sowas ist auch interessant im sogenannten Environmental Portrait. Mann, ich breche mir immer die Zunge an den Begriff. Das heißt, ein Porträt, wo ich die Umgebung gezielt einziehe, also mit reinbeziehe, aber dann bin ich auch nicht mehr bei Sonderblende, sondern dann bin ich bestimmt bei Sonderblende. Warum? Das sind dann Aufnahmen von Künstlern, von Handwerkern und was auch immer, wo die Umgebung mit rein soll und auch sichtbar sein soll. Die meisten denken ja daran, bei einem solchen Bild, ich muss alles daran tun, dass die Umgebung verschwindet. Das ist nur dann der Fall, wenn die Umgebung keinerlei, ja, keinerlei Interesse ist an der Umgebung. Und wenn das der Fall ist, dann schließe ich natürlich die Blende entsprechend. Aber dann würde ich auch nicht eine solche Aufnahme machen, weil sie keine Aussagekraft hat, sondern ich würde dann wirklich wieder in den Porträtbereich und so weiter reingehen. Also man muss wirklich lernen zu unterscheiden, was ist ein Porträt und was ist, sagen wir, eine Fashion- oder nur ein Mainte-Porträt-Situation. Das sind ganz verschiedene Schuhe und da muss ich auch ganz verschieden vorgehen. In dem Fall zum Beispiel, wenn das sowas wäre, dann würde ich glatt abblenden, damit ich den Hintergrund auch klar erkennen kann. Da würde das sogar noch nicht mal reichen. Da müsste ich schon auf eine 22 gehen. Das ist auch wiederum grenzgängig, aber das ist ein Thema für sich. So, das zum Thema Tiefenschärfe. Die Tiefenschärfe wird bestimmt natürlich vom Sensor in Richtung Kropffaktor, also was ihr für einen Kameratyp habt, aber das ist eigentlich nur sozusagen ein Rechenfaktor. Was wirklich entscheidend ist, dass die Brennweite, das ist die Blende und nicht zu vergessen, ganz extrem wichtig, die Distanz. Ich hatte im anderen Video, habe ich ein Thema Headshot angebracht und habe mal gezeigt, wie jetzt hier, wenn ich jetzt unten gucke, mein Gott, der blendet immer alles Mögliche ein.
Hier sehe ich, habe jetzt hier 2,2 vor und 2,2 hinten. Das sind da 4,4 cm Tiefenschärfe. Wenn ich mit dem gleichen Abbildungsmaßstab arbeite, Porträt oder was auch immer, muss ich gezwungenermaßen bei unterschiedlichen Brennweiten natürlich auch die Distanz ändern. Sonst schaffe ich den Abbildungsmaßstab nicht mehr. Ich zeige es nochmal, obwohl ich eigentlich auf das andere Video verweisen möchte. Aber nur um mal zu zeigen, ich habe jetzt einen 85 mm. Ich mache jetzt hier einen Headshot. Da bin ich bei 1,13 m. Damit ich den Abbildungsmaßstab erreiche, bin ich bei Porträt bin ich bei 1,70 m. Bin ich bei Medium, also jetzt bis zur Hüfte, bin ich schon bei 2,5 m. So, das heißt, ich muss die Distanz entsprechend ändern. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, damit ihr es richtig seht, gehen wir hier unten auf den Bereich. Wie hoch ist meine Tiefenschärfe? Da brauche ich nicht Kopf rechnen, hier oben habe ich es, 1,8 cm. So, jetzt gehe ich in den entsprechenden Bereich und ändere jetzt mal meine entsprechende Brennweite, bleibe aber beim gleichen Abbildungsmaßstab, habe ich, oh Wunder, 1,9 cm. Das heißt, da ist gar keine Variation, weil durch die Änderung der Distanz wird das, was sich alle so erträumen, eigentlich wieder kaputt gemacht. Ich habe im Grunde immer eine Tiefenschärfe so im Bereich von 2, 3 cm, egal welche Brennweite ich jetzt im Telebereich nehme, weil ich eben grundsätzlich dann die Distanz entsprechend ändern will, muss. Gehe ich zum Beispiel runter, mal ganz brutal auf Weitwinkel und sage, okay, ich mache im Weitwinkel mal einen Headshot, das wäre das, dann wäre ich bei einer Distanz von 32 cm und hätte trotzdem hier unten, wie ihr sehen könnt, immer noch nur 1,9 cm an Tiefenschärfe. Damit könnt ihr ganz gut sehen und noch mal ein bisschen ausprobieren. Die Distanz macht alles gut oder auch schlecht, je nachdem, wie das Ganze entsprechend dann, ja, gemacht wird.